ist eine interessante Frage. Von daher, weil es mir als ehemaligen oder immer noch Ostdeutschen tatsächlich so geht, dass ich das spüre, wenn ich über eine Grenze fahre. Und da kann ich mich sehr freuen, dass ich jetzt ohne Ausweis zu zeigen, ohne Kontrolle über Grenzen unterwegs bin. Nach so langer Zeit überwiegen ganz natürlich Gemeinsamkeiten. Ganz deutlich wird das an der Fußballmannschaft, der Nationalmannschaft. Das sind jetzt unsere. Das war früher ein bisschen anders. Dann gab es noch eine DDR-Mannschaft dazu. Allerdings passieren immer noch Sachen, wo ich in mir drin merke, dass ich da noch aus einer anderen Zeit komme. Für mich gibt es schon noch einen Unterschied. Ist das jetzt Osten oder Westen? Das ist irgendwie drin, das geht nicht mehr weg. Und was mir zu denken gibt, mein Sohn beginnt in Hannover zu studieren. Und in den ersten Tagen sagt er, komm, die Witze mit der Gurke als Ossi-Banane. Da habe ich gedacht, 30 Jahre danach ist das eigentlich durch. Klar wünsche ich mir und uns weiter viel Wohlstand. Ich merke, dass Leute, denen es gut geht, die sind zufrieden. Dann würde ich mir ein bisschen Bildung wünschen, damit man Tatsachen auch entsprechend einordnen kann. Tja, und logischerweise gehört dazu Frieden, damit das auch so bleiben kann. Das wäre wichtig für unser Land.